Moment, was haben wir denn jetzt alles dabei? Poloschläger, Kugelschreiber, Lexikon? Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Mhm. Hauen wir's ihm doch über die Rübe. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Was denn? Tolstoi, Hemingway, Voltaire, Rosamunde Pilcher. Jetzt hast du dich verraten. Das sind ja alles nur Fantasienamen. Ich glaube auch. So, Poloschläger. Hm? Oh, das hat geklappt. Ätna erschlagen, großes Tier. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ach ja. So. Ja, aber ich weiß. So, ja. Ja, haben wir ihn einfach mal kopfüber in den Schrank gesteckt. Was soll's. Da sind wir wenigstens schon mal hier raus. Eine besonders rankige Ranunkel. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Mhm. So, Flur, das ist eine Tür. Oh, guck mal, was da drin ist. Tür. Alf-Puppe? Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ja. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Mhm. In Ordnung. Was können wir denn noch hier so mitnehmen vielleicht? Mixer. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Oh. Schmeckt nach Ananas. Was? Schmeckt nach Ananas. Bitte mitnehmen. Wäsche. Hirn. Oh ja, nehmen wir mit. Pfoten weg. Huch. Dann reden wir mit dem Hirn. Hallo? Hallo Ätna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Ich merk schon, ja. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Oh, schade. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch bin. Ciao, Bobo. Ciao, Bobo. Ach ja. Ich lese es später. Ja, nehmen wir mit. So, Kegel. Geht nicht, die sind unvollständig. Bowlingkugel. Geht nicht, die Kegel sind nicht vollständig. Lichtschalter. Oh, es ist hell auf einmal. So, haben wir noch was? Teppich, Fenster. Dachkante. Da ist unser Gitter. Rennen wir einmal hier rum. Ich meine, warum denn auch nicht, ne? Sie sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Ja,
komm. Okay. Da ist unser Fenster. Wo bin ich denn überhaupt? Ah ja, so. Gehen wir da lang. Unten. Stopp, stopp, stopp. Unser Gitter. Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Gucken wir mal das auf. Das kriege ich so. Sehen Sie nun, die... Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Entschuldigt, wenn ich die Dialoge ab und zu wegdrücke, das hat sich irgendwie bei mir so angewöhnt. So, haben wir doch schon mal hier einen schönen Weg noch gefunden. Mal gehen wir hier wieder rein. Lichtschalter können wir wieder ausmachen. Kartons. Was da wohl drin ist? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas! Nein! Gut. Ach. Ich hab mal die. Wir speichern jetzt einfach mal. Ich habe keine Lust, dass das nachher alles abschmiert hier wieder. So. Hey! Oh oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ah, gehen wir hier rein. Ich dachte, da kommt uns vielleicht hinterher. Stiesel. Ach, reden wir doch mit dem. Das klappt so nicht. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Schade. Kommen wir denn anders dahin? Gehen wir erstmal wieder in die Zelle und dann gucken wir mal, was der was sagt. So, hier lang. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Ja, jetzt gehe ich einfach hier lang. Da rein. Da lang. Da rein. Da raus. So. Müssten wir doch eigentlich umgangen haben, oder? Jawohl. Nicht so schnell, Süße. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch! Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Und tschüss. Probieren wir es nochmal. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ich frage mich gerade. Die Tür können wir nicht zufällig irgendwie ausschalten.
Was soll das? Wie kommst du nur dazu hier? Und wie bist du... Marsch zu... Willst du meine An... Oh, musst du schon früher aufstehen? Yep. Okay, Houdini. Ja, ja. Ich weiß, okay, was... Aber ein... Framerate? Komm, kriegst du dich mal wieder ein? Danke. So. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns dann das nächste Mal einfach wieder. Bis gleich oder ja, dann eben die nächste Folge. Bis dann. Herzlich willkommen zurück bei Edna bricht aus. So, wollen wir mal weitermachen und mal gucken, wie wir hier rauskommen. Ich muss eher erstmal gucken, wie weit wir überhaupt waren. Aha, ja. So. Mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Nein. Vergiss es. Ja. So, ich gebe mir Mühe, also ich versuche mir Mühe zu geben, tatsächlich die Dialoge, die wir schon kennen, wegzudrücken und nicht die, die wir noch nicht kennen. Mir ist nämlich aufgefallen, beim Ansehen der letzten Aufnahme, dass ich das ab und zu, ja, irgendwie aus Gewohnheit auch aus anderen Spielen gemacht habe und, ja, einfach Dialoge weggedrückt habe, weil ich die schon gelesen hatte und dann fertig war. Da konnte man... Kann man da nicht mehr rein? Mhm. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Oh ja, und zwar auch mit Sicherheitstoren etc. Ah, das wird noch spannend. Nun ja, soweit ich noch mich erinnern kann, müssen wir noch an dem Typen an der Tür vorbei. Ja, hier in dem Schrank hatten wir einen Kerl eingeschlossen. So, dann wollen wir mal weitermachen. So, genau, hier war das Gehirn. Geh um die Ecke. Kugelschreiber, Lexikon, Comicheft. Harvey. Schade. Dann reden wir nochmal mit dem. Vielleicht hat er noch was zu sagen. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Ach nichts. Vergiss es. So, nochmal gerade hingesetzt. Und jetzt... ich weiß noch, dass wir irgendwie unsere Verfolger nicht losgeworden sind. Aber wenn wir durch dieses Fenster noch nicht reinkommen, ist natürlich auch blöd. Reden wir nochmal mit dem Gehirn hier. Hi, Bobo. Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Richtig, Bobo war der Name. Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Aber du und dein kombinatorisches Geschick können ihn sicher leicht abschütteln. Aha. Naja, wir werden sehen. Ciao, Bobo. Nun gut, dann werden wir ihn nochmal auf uns ansetzen und dann mal versuchen, durch das Büro des Doktors zu fliehen. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ach ja, der Herr Minigolf.